Hallo Freunde des Ödlands, willkommen in Fallout 3 mit mir, dem Gario. Und wir haben es hier mit Margot zu tun. Ja, würde sagen, wir sprechen ihn oder sie oder es mal an. Achtung, wegen einer kritischen Sicherheitsgefährdung herrscht in diesem System Alarmstufe Rot. Auf Sicherheitsüberprüfung vorbereiten. Es wird versucht, den Benutzer des lokalen Zugangs zu identifizieren. Identifizierung fehlgeschlagen. Dieser Zugangspunkt ist nur für befugtes Personal vorgesehen. Bitte identifizieren. Ich suche die Tunnels zur Adams Air Force Basis. Sprache 40%. Ich wurde von der Armee der Vereinigten Staaten zur Unterstützung abgeordert. Wissenschaft, Sicherheitsparameter überschreiben, Benutzer höchster Sicherheitsstufe zuweisen. Ich bin nur auf der Durchreise. Was spielt das für eine Rolle? Es geht dich gar nichts an, wer ich bin. Ich würde sagen, wir probieren es mit Wissenschaft oder Sprache 40%. Naja, könnte schief gehen. Wer weiß, was dann hier los ist. Wir nehmen mal Wissenschaft. Das dürfte auf jeden Fall funktionieren. Bitte um einen Moment Geduld. Überschreibung akzeptiert. Sicherheitsstufe zugewiesen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich würde gerne etwas mehr über diesen Sicherheitsverstoß erfahren. Zu diesem Thema sind Informationen verfügbar. Ich brauche aber genauere Angaben. Worum ging es bei dem Verstoß? Das interne visuelle Sensorsystem meldet zahlreiche unbekannte Personen im Bereich des Südosttunnels. Sie beschädigten die Einrichtungen der Metro und verweigerten das Gespräch mit unseren Sicherheitseinheiten. Gemäß Sicherheitsrichtlinie A567-B wurde der Einsatz tödlicher Gewalt genehmigt. Oder ich muss sagen, die Stimme von Margot, einer männlichen Stimme vorzuziehen, halte ich jetzt nicht für wirklich sinnvoll. So eine Blechstimme, wirklich, weiß nicht, ob das so wirklich die Neuerung war, die alle gebraucht haben. Naja, egal. Kannst du mir mehr über diese unbekannten Personen erzählen? Es tut mir leid, aber mein Sensorsystem in diesem Bereich ist offensichtlich beschädigt. Mein System meldet, dass diese Personen keine Körperwärme ausstrahlen und tödliche Strahlungsmengen abgeben. Na Gott sei Dank. Verstrahlt, dann sind's Ghule wahrscheinlich. Ghule sind eingedrungen, okay. Welche Sicherheitseinheiten wurden gegen die Unbekannten hineingeschickt? Dieses System kann eine große Anzahl an Einheiten des mechanisierten Sicherheitsdienstes steuern. Bisher wurden 22% dieser Robotereinheiten gegen diesen Verstoß aufgewendet. Okay. Was genau haben diese Unbekannten hier drin zerstört? Durch die gewaltsame Entfernung einer Hauptsicherung wurde eines der Hauptnetzrelais der Zuglinie zur Adams Air Force Basis beschädigt. Unsere Hauptwacheinheit verfügt zwar über ein Ersatzteil. Die Reparatur ist aber zu riskant, solange der mutwillige Defekt nicht behoben wurde. Okay. Ich habe noch eine andere Frage. Was ist hier unten los? Statusberichte zum präsidentialen Metrosystem und dem aktuellen Sicherheitsstand sowie Selbststatusberichte zu meinen Systemen sind verfügbar. Das ist gut. Gib mir mal einen Selbstdiagnose-Statusbericht. Ich arbeite derzeit bei einer Kapazität von 78%. Dieser Wert befindet sich deutlich innerhalb der zulässigen Betriebsparameter. Folgende Systeme derzeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Visueller Oberflächensensor. Kommunikations-Uplink zum Weißen Haus und zur Polizei. Darüber hinaus liegt eine teilweise Beschädigung meiner internen Sensorsysteme vor. Außerdem sind zahlreiche Datenverbindungen unterbrochen. Hm.
Was ist denn der Sicherheitsstatusbericht? Äußeren Verbindungstüren mit der Oberfläche sind nicht mehr gesichert und die externen Verteidigungssysteme ausgefallen. Im Südosttunnel liegt ein massiver Sicherheitsverstoß vor. Die Sicherheitseinheiten haben sich der Situation angenommen. Und das Metrosystem? Der Komplex hat schwerwiegende Schäden erlitten und arbeitet derzeit nur mit 22% seiner vollständigen Kapazität. Die Hauptsicherung des Netzrelais im Tunnel der Adams Air Force Basis wurde gewaltsam entfernt, was zur Beschädigung des Systems führte. Aufgrund des Sicherheitsverstoßes können derzeit keine Wartungsarbeiten an diesem System ausgeführt werden. Aha, okay. Noch eine andere Frage. Kannst du den Zug in die Adams Air Force Basis reparieren? Ich benötige Informationen über die Adams Air Force Basis. Ich möchte, dass zu den Sicherheitseinheiten deaktiviert werden. Ich muss noch ein bisschen mehr über dich wissen. Okay. Zu diesem Thema sind Informationen verfügbar. Ich brauche aber genauere Angaben. Wofür steht eigentlich Margot? Margot ist ein Akronym. Es steht für Metro Authority Rapid Governmental Transit System, das schnelle Regierungstransitsystem der Metrobetriebe. Okay, was ist deine Aufgabe hier unten? Meine Hauptfunktion ist die Gewährleistung der Sicherheit des präsidentiellen Metrosystems und seiner Passagiere. Meine Installation und Aktivierung in der präsidentiellen Metro erfolgte am 14. April 2065 um exakt 5.20 Uhr. Seit diesem Tag führe ich diese Hauptfunktion äußerst gewissenhaft aus. Weißt du irgendwas über den Krieg vor 200 Jahren? Da mein Kommunikationssystem abgetrennt wurde, weiß ich über die Außenwelt nicht Bescheid. Ich bin mir aber bewusst, dass etwas vorgefallen sein muss. Solange ich meine Funktionen jedoch ausüben kann, bleiben meine Anweisungen unverändert. Ich werde meinen Datenspeicher mit den von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen aktualisieren. Okay. Gut, dann weißt du doch, dass auf der Oberfläche alles weg ist. Diese Information scheint sich mit dem zu decken, was Sie mir eben mitgeteilt haben. Das Ereignis hat jedoch keine Auswirkungen auf meine Hauptfunktion. Das erscheint mir bewundernswert, aber wohl kaum notwendig. Wie du willst. Mir erscheint das als reine Zeitverschwendung. Es sind alle tot, du besteuerte Blechdose. Das erscheint mir bewundernswert, aber wohl kaum notwendig. Meine zentrale Verarbeitungs- und Logikeinheit weist zahlreiche Variablen auf, die unabhängiges Denken und Lernen ermöglichen. Meine Hauptfunktion setzt jedoch alle anderen Funktionen außer Kraft und muss befolgt werden, solange ich dazu in der Lage bin. Ich nehme Ihre diesbezüglichen Bedenken zur Kenntnis. Sie wurden registriert und in meinem Datenspeicher abgelegt. Und daraufhin ignoriert. Ich habe noch eine andere Frage. Bereit. Was ist denn mit der Adams Air Force Basis? Zu diesem Thema sind Informationen verfügbar. Ich brauche aber genauere Angaben. Schön. Hat irgendjemand anderes die Tunnels zur Basis verwendet? Der letzte registrierte Benutzer der Linie betrat den Zug vor ungefähr 200 Jahren und 8 Monaten. Das wird der Präsident gewesen sein. Das Rollmaterial wurde sofort gesperrt, als die umfangreiche Beschädigung an der Anlage entdeckt wurde. Wie viel Mann haben die Streitkräfte der Enklave in der Basis? Es tut mir leid, aber der Suchbegriff Enklave führte zu keinem Treffer in meinem Datenspeicher. Wie komme ich über die Tunnels in die Basis? Aufgrund eines Sicherheitsverstoßes im Südosttunnel besteht zur Zuglinie in Richtung der Adams Air Force Basis derzeit
kein Zugang. Auch die Zuglinie selbst erlitt erheblichen Schaden. Sie kann erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn dieser repariert wurde. Okay, ich habe noch eine andere Frage. Haben wir sonst noch was? Ich möchte, dass alle Sicherheitseinheiten deaktiviert werden. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Negativ. Alle Sicherheitseinheiten müssen ständig aktiviert sein. Sie wurden von diesem System jedoch als unbedenklich eingestuft und werden keinen Amtshandlungen durch die erwähnten Einheiten ausgesetzt sein. Das ist interessant. Bin ein Nutzer höchster Priorität, aber habe keine Macht über die Sicherheitseinheiten dieses Computers. Das heißt quasi, in der Hinsicht ist der Computer höher gestellt als ein Nutzer höchster Priorität, also ein Admin quasi. Das ist bedenklich, muss man sagen. Das ist wirklich bedenklich. Kannst du den Zug in die Adams Air Force Basis reparieren? Zurzeit können an der Zuglinie zur Adams Air Force Basis keine Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Schade. Wenn der Sicherheitsverstoß behoben wurde, kehre ich in den Status Grün zurück und weise die Wacheinheit an, mit den Reparaturarbeiten zu beginnen. Ich muss jetzt los. Ich melde mich ab. Einen schönen Tag noch. So, das war also Margot. Die war uns keine wirklich große Hilfe. Aber wir schauen mal, was es hier hinten gibt. Präsidentenmetro. Hä? Hä? Warum flimmert das Bild? Ach du Scheiße! Hast du mich erschreckt? Ich dachte mir doch gerade eben, irgendwas ist gerade los. Involvierte Personen werden aufgefordert, zurückzutreten. Hi. Bitte verzeihen Sie den Schmutz. Wir haben zurzeit Schwierigkeiten bei der Wartung des Präsidenten-Metrosystems. So. Dann drangen tatsächlich Ghule ein. Ich hatte recht. Okay, die looten wir jetzt mal. Schauen wir mal, was es hier hinten noch so gibt. Lassen wir mal die Sicherheitseinheiten ihre Arbeit machen. Hi. Nicht in die Kampfhandlungen involvierte werden aufgefordert, sich aus der Schusslinie zu entfernen. Okay. Ich fürchte, wir können uns hier nicht einfach so umschauen. Das... Oh. Statusbericht. Grün. Alle Systeme weisen akzeptable Betriebsparameter auf. Wartung involvierten Personen nicht mehr gewährleistet. Statusbericht. Grün. Alle Systeme weisen akzeptable Betriebsparameter auf. Sehr gut. Grün damit. Oha. Könntet ihr doch mit der... Oh, oh. Oh, oh, das ist so ein Fieser. Das ist so ein Plündernder. Schauen wir doch gleich mal, ob wir den erwischen können. Jawohl. Einmal schön in den Kopf. Und nochmal. Ah, voll daneben. Na gut, bei 40% auch. Keine Kunst, daneben zu schießen. Ja, mach den fertig. Mach den Leuchtenden fertig. Aua. Ich glaube, die... Das Gauss-Gewehr ist vielleicht auch die falsche Waffe dafür. Wie wär's mal mit Schmugglers Ende? Muss sagen, ich finde die Stimmen schon geil, aber wenn sie dann in Masse auftreten und sich dann teilweise so ein Kanon bilden, sind sie nicht mehr so geil. Oh.
Und ich muss sagen, ich finde es nicht gut, dass die Gegner hier so total rumbangen. Ich kann die auch überhaupt nicht treffen. Wie wär's mal mit einer Nuka-Granate? Oh, shit. Aua. Warum kommen so viele Ghule da raus? Tschüss. Obwohl, ich kann es mir eigentlich vorstellen, warum hier so viele Ghule sind. Wahrscheinlich haben, aua. Wahrscheinlich haben, die normalen Bürger versucht, sich bei Ausbruch des Kriegs in die präsidentiale Metro zu flüchten und wurden dann, natürlich, zu Ghulen. Aua! Ey, nicht auf mich! Stirb! Verdammt, ich kann den nicht treffen, weil... Brenne! Flupp! Und da ist er weggeflogen. Oh. Gott! Wo kommt der? Wat? Ach, da ist er. Nee, das ist ein neuer. Ach komm, halt doch die Klappe. Kann ich den jetzt ernsthaft nur geringfügig treffen? Weil der blöde Drecks-Wix-Penner verbuggt ist? Okay. Ich glaube, wir haben hier soweit gesäubert. Das ist gut. Margot haben wir auch gesprochen. So. Das heißt, wir können hier mal looten. Was ist das hier für eine zentrale Station? Okay, anscheinend nichts Besonderes. Ist da? Nee, da ist auch nichts Besonderes. Okay, jetzt können wir anscheinend weiter vordringen. Das ist schon mal gut. Und wir können hier auch mal, oh, schön, looten. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Und von dem vorher noch ein paar Stimpacks. Dann schauen wir mal, was ist da mit den... Oh, shit, jetzt bin ich in die Konsole gegangen. Mal sehen, was es hier so mit diesem Zugang auf sich hat und ob wir den vielleicht reparieren können. Wäre ja cool. Also, bis dann. Tschüss.